Der Johnson Deal hat das von Theresa May verhandelte Abkommen mit der EU, den sogenannten Backstop, abgelöst. Der Johnson Deal wurde am 17. Oktober 2019 vereinbart und von Jean-Claude Juncker und Boris Johnson in Brüssel der Öffentlichkeit vorgestellt. Am 12. Dezember hat Johnson, also die Partei der Tories, in Großbritannien die Unterhauswahl mit absoluter Mehrheit gewonnen, mit dem Slogan Get Brexit Done. Mit dieser absoluten Mehrheit ausgestattet, beschloss am 20. Dezember 2019 das Unterhaus den Johnson Deal. Jetzt interessiert uns natürlich, was ist da eigentlich neu? Neu ist zunächst ein offizieller Austrittstermin, nämlich der 31. Januar 2020. Aber ansonsten ändert sich in 2020 nichts, denn 2020 ist eine Übergangsperiode. Und in dieser Übergangsperiode ist Großbritannien, ist UK, weiterhin in der Zollunion und ist weiterhin im Binnenmarkt. Weiterhin müssen auch Beiträge an die EU bezahlt werden. Neu ist auch, dass innerhalb dieser Übergangsperiode unter großem Zeitdruck ein Freihandelsabkommen zwischen UK und der EU abgeschlossen werden soll. Das ist ein sehr ehrgeiziger Zeitplan, aber bewusst so gewählt von London, um die EU unter Druck zu setzen. Im Idealfall beginnt dann am 1. Januar 2021 die neue Zeitrechnung. UK ist kein Mitglied der Zollunion und des Binnenmarktes und muss auch keine Beiträge mehr an die EU bezahlen, und es existiert ein Freihandelsabkommen mit der EU, das 2020 verhandelt wurde. Das ist der Idealfall. Jetzt fragt man sich natürlich, warum das Backstop-Abkommen mehrere Male im Unterhaus abgelehnt wurde und der Johnson-Deal plötzlich eine Mehrheit fand im Unterhaus, wobei das Unterhaus ja vor den Parlamentswahlen als Gegner des Brexit bekannt war. Ein Kritikpunkt an der Backstop-Lösung war, dass UK bei Scheitern einer Verhandlung zu einem Freihandelsabkommen mit der EU in der Zollunion verblieben wäre, also doch irgendwie noch drin gewesen wäre in der Europäischen Union. Das wollte man partout nicht. Der Johnson Deal hat genau dieses verhindert, nämlich UK verlässt die Zollunion in jedem Fall, egal ob es da jetzt ein Freihandelsabkommen gibt oder nicht. Zweiter Punkt des Backstop-Abkommens von Theresa May war es, dass Nordirland im europäischen Binnenmarkt verbleiben soll, um eine Zollgrenze zwischen Nordirland und Irland zu vermeiden. Mit der Konsequenz, dass es eine Zollgrenze in der Irischen See, also zwischen Irland und Großbritannien, geben sollte. Wenn auch nur für den Fall, dass es zu keinem Freihandelsabkommen zwischen UK und der Europäischen Union kommt. Johnson ist es gelungen, in Absprache mit dem Ministerpräsident der Republik Irland ein Modell zu wählen, wo Nordirland kein Teil des Binnenmarktes sein wird, in jedem Fall, und es trotzdem keine echten Zollkontrollen an der Grenze geben soll. Dazu haben wir ein kompliziertes Modell gefunden, das daran hängt, ob die Güter, die von Großbritannien nach Nordirland geliefert werden, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit in die Europäische Union gelangen. Im Detail ist da noch vieles unklar, aber das war sozusagen der Deal. Damit konnte Johnson glaubwürdig sagen, we get Brexit done.